Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Mit diesen Worten aus der Weihnachtsgeschichte grüße ich Sie und euch ganz herzlich hier aus der Elisabethkirche. Gerade in diesen Tagen brauchen wir etwas, das uns zusammenhält, das uns verbindet. Und das können diese Worte. Wir kennen sie alle. Sie sind wie ein wärmendes Feuer, um das wir uns versammeln. Alle Jahre wieder hören wir sie am Heiligabend. Und so soll es auch heute sein. Hört auf die alten Worte aus der Bibel. Sie stehen bei Lukas im 2. Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten, in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen in den Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in einer Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Da versammeln sich sehr unterschiedliche Figuren um die Krippe. Maria und Josef, die noch gar nicht wissen, was das alles zu bedeuten hat. Und die Hirten, meistens draußen unterwegs. Sie leben am Rande der Gesellschaft, abseits von den anderen, die nichts mit ihnen zu tun haben wollen. Doch an der Krippe sind sie die Ersten, die da sein dürfen. Und dann der Engel. Fürchte dich nicht, sagt er, und Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und wir?
Wir versammeln uns auch jedes Jahr wieder, um diese Geschichte, die damals geschehen ist im Stall von Bethlehem. Dieses Jahr leider wieder nicht so, wie wir uns das wohl alle gewünscht hätten, nicht alle gemeinsam in der Kirche, sondern nur im kleinen Kreis zu Hause. Und auch wir sind durch dieses Kind verbunden, gerade heute. Gott kommt zur Welt. Er bringt uns tatsächlich zusammen. Arme und Reiche, Alte und Junge, die von weit her und die, die uns nah sind. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Das ist ein Versprechen. Aber Friede auf Erden, ob das wahr werden kann? Ich glaube ja, dass dabei jede und jeder von uns mitmachen muss. Deshalb lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns nicht immer nur darauf schauen, was uns trennt oder wo wir unterschiedlicher Meinung sind, sondern lasst uns vielmehr darauf schauen, was uns verbindet. Denn das trägt uns und das stärkt uns und das gibt uns die nötige Kraft für die Krisen des Lebens. Friede auf Erden, das geht nicht ohne uns. Zum Glück sind wir dabei nicht allein. Gott ist bei uns, er ist da für uns, mittendrin, mitten unter uns. Vielleicht ganz unscheinbar, vielleicht wie in der Krippe am Anfang, ganz klein. Das sind seine Zeichen, sagen die Engel, der Stall, die Krippe, die Windeln. So ist das bei Gott. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir wünschen euch, dass euch diese Gewissheit trägt. Gott ist da und gibt euch Kraft auf eurem Weg. Was auch kommt, ihr dürft getrost und zuversichtlich sein. Wir wünschen euch, dass ihr trotz aller Ungewissheit das Vertrauen habt, dass euer Leben unter einem guten Stern steht. So segne und behüte euch Gott. Gott lasse leuchten das Licht von Heiligabend über eurem Leben und sei bei euch. Gott erfülle eure Herzen mit Frieden, nicht nur an Weihnachten, sondern an einem jeden neuen Tag. Amen.